herzlich willkommen zurück. Hier ist das große Finale. Hier ist der König der Kindsköpfe. Und wir sind mitten im Teletubby-Land, denn wir spielen jetzt Teleturmis. Fehlen also nur noch unsere Teletubbies. Einen großen Applaus für Tinky Winky, Lala und Po. Mario, die haben doch in den Einspielern immer so gemacht. Jetzt weiß ich auch warum. Das war alles hier rauf aufgelegt. Ja. Und ich kann an dieser Stelle sagen, damit hat RTL mir schon das größte Weihnachtsgeschenk gemacht, euch so zu sehen. Heiligabend werden wir drei so vor deinem Baum singen. Wir sind die heiligen drei Könige, buchen Sie uns. Ja, jetzt. Sehr schön. 0185-663-98-495-64-843. Auch für Ihre Weihnachtsfeier, wo zwei Leute zusammenkommen dürfen. 20.000 Euro und Sie können uns haben. Oh, sehr schön, ich überleg's mir. Ja. Also jetzt schauen wir erstmal. Schade. Wir schauen jetzt erstmal auf eure Aufgabe. In den richtigen Kostüm steckt ihr schon. Mit diesem Kostüm werdet ihr jetzt an ein Bungee-Seil gebunden, das euch am Rücken immer wieder zurückzieht. Das dürft ihr gleich auch mal kurz ausprobieren. Eure Aufgabe ist es dann, abwechselnd zu der sich drehenden Scheibe hier vorne zu laufen und dort pro Runde drei Jetons auf dem Turm hier zu platzieren. Ich kann das mal zeigen. Wir haben jeweils Kristall und Olli Pocher und Mario Barth Jetons vorbereitet. Und dann kommt ihr hier mit dem Bungee-Seil an, platziert die hier oben drauf. Das Ding fährt weiter, der nächste drei. Okay. Ja? Das Spiel oder die Runde ist beendet. Sobald der Turm umfällt, dann kriegt der andere und der andere, also der jeweils andere, hab mich zugehört. Ne? Das ist klar. Es könnte ja aber auch noch sein, dass ihr einfach den Turm, die Platte nicht trefft und einfach gar keine Jetons drauflegt, aber der Turm stehen bleibt, dann seid ihr einfach raus und die beiden anderen spielen die Nummer noch untereinander raus. Ich hab's nicht verstanden. Entschuldige. Okay, ja, ich erkläre. Ich kann sie erklären. Erstens, wenn er umfällt, bei dem er umfällt, in dem muss ich jetzt blau auf blau machen? Nein, nein, nein. Hier drauf. Wenn der Turm fällt oder nur ein Jeton, dann ist das Spiel beendet. Wenn es bei dir zum Beispiel umfällt, immer dann bekommen Olli und Chris einen Punkt. Wenn du einfach nur verpasst, bist du raus und Olli und Chris dürfen weiterspielen. Ich habe eine wichtige Frage noch, wenn ich die stellen ich darf. Auch dann. Wenn ich den jetzt bei mir zum Beispiel, ich krieg's bei mir raufgestellt, ja? Mhm. Und er steht, dann kommt er bei Mario an und fällt dann um, ohne dass Mario was macht. Ist das dann Marios Fail oder mein Fail noch? Der Letzte, der berührt hat. Okay, das heißt, wenn Ollis wackelt, kann ich noch theoretisch gucken, ich lasse ihn vielleicht noch fallen, bevor ich meinen raufstelle. Wichtiger Hinweis vielleicht auch noch, ihr dürft den Turm korrigieren, wenn ihr wollt. Ob das ein Vorteil dann für den anderen ist, könnte sein. Und müssen wir immer drei Jetons draufpacken? Ja. Deswegen sage ich fünf drei auf Jetons. Einmal. Nein. Immer drei. Drei Jetons. Und wie gesagt, Weißen, sobald... Das ist hier einfach nur Quatsch. Das ist und sobald Deko. Der... Turm vorbeigefahren ist und ihr verpasst habt, seid ihr raus. Ich muss drauf. Du musst raus. Ich kann, wenn er hier schon wackelt, ich sage, warte. Natürlich nicht. Alles klar, ich verstanden. Oh, du bereitest dich vor. Wir spielen so lange, so viele Runden, bis einer von euch fünf Punkte hat. Okay. Das heißt, wenn mein Turm umfällt, haben die beiden Punkte. Wenn Ollis umfällt, dann... Genau. Es kann aber auch sein, dass dann nur noch zwei untereinander den Punkt ausspielen. Ja, pro Runde. Dann würde ich sagen, schlage ich vor... Schnallen wir euch fest an den Bungee-Seilen. Da würfel ich jetzt aus, wer gleich von euch beginnt, damit das hier alles ganz fair läuft. Aber ich würde euch erstmal die Chance geben, noch auszuprobieren, wie es sich mit den Bungee-Seils verhält. Seilen. Alter, hier hängt er echt. Uiuiui, okay, cool. Deswegen wollte ich es euch ausprobieren lassen. Absolut, aber wir können direkt anfangen. Alter! Boah, ich komme da gar nicht hin. Okay. Komm da gar nicht hin. Okay, das ist einer. Ein Jeton, drei Jeton. Ich ganz kurz nochmal, weil so viele Nachfragen da waren. Sobald was umfällt, der Turm, ist es vorbei. Ein Jeton oder alle Jetons. Wenn ihr verpasst, seid ihr raus, die anderen spielen weiter. Aber ich komme da kaum hin, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, das ist ja auch ein anstrengendes Spiel. Wir sind hier auch im Finale von König der Kindsköpfe. Und ich würfel jetzt mal aus, wer beginnt. Mario. Der Benecke! Yo! Und ich muss auch kicken, dass das Weiße... Alter, das ist nicht einfach, ohne.
So. Kriegst aber nicht gelaufen, ne? Kriegst nicht gelaufen. Auf mein Kommando geht es los. Teleturmis, die erste Runde startet jetzt. So, ganz schön viele Fragen von den Teleturmis. Jetzt versucht Mario zu halten. Er muss jetzt da draufstellen, hat alles richtig gemacht. Und Olli steht auch schon bereit. Da ist genug Zeit, um den Turm schön gerade aufzubauen. Hoppala! Fast wäre er zurückgerissen worden von diesem Bungee-Seil. Und alles ist noch in Ordnung. Und dieser Turm, der darf ruhig noch ein bisschen höher werden. Erst wenn er kaputt geht, dann gibt es Punkte für zwei von den drei. Ja, man kann das doch alles gut halten. Das Bungee-Seil ist nicht zu stramm. Das ist alles möglich. Und so, oh, da ist einer runtergefallen. Olli ist raus. Damit ist Olli raus. Nee, Chris auch, hat verpasst. Punkte für beide, oder nicht? Du hast verpasst. Nein, Punkte für beide, hä? Habe ich nicht verstanden. Du hast gesagt, wenn einer runterfällt, ja, ist das schon vorbei. Stimmt auch, stimmt auch, stimmt auch. Habe ich. Wir holen kurz Vanessa dazu. Ich hatte eine falsche Information auf dem Ohr, aber ein Glück. Vanessa, unsere Schiedsrichterin. Vanessa, komm gern mal dazu. Kurz, sehr gerne. Ich bin so froh, dass du da bist in dieser Situation. Ich hätte dich dringend bei Wendler vs. Pocher gebraucht, aber zum Glück haben wir dich jetzt da. So nur. Vanessa, ich hatte eine falsche Information, aber es ist, glaube ich, richtig, wie Chris es gesagt genau. hat. Ne? Chris hat richtig nicht weitergespielt, weil es ist ein Jeton umgefallen. Somit werden die Punkte aufgeteilt. Und zwar bekommen Chris und Mario einen Punkt. Der Jeton von Olli ist umgefallen. Sehr richtig. Vielen Dank, aber Vanessa. Aber brutal, oder? Es ist anstrengend, ihr schnauft auch ganz schön. Timing ist alles. Es ist anstrengend, ne? Sag mal, bis wohin ist denn meine... Einfach egal, wo ich hinkomme. Der rote Bereich. Ah, der rote Bereich, alles klar, ich sehe jetzt. Alles klar, das super. Ist deiner, der gelbe Bereich. Alles und klar. Der lila-blau, ich weiß nicht, was das ist, Bereich. Ist blau, blau, Marine. Wer fängt denn jetzt an? Das wird ausgewürfelt jedes Mal, oder nicht? Also. Nee, wir gehen im Uhrzeigersinn und demnach wäre nee, jetzt nee, ich bin dran. Ja. Und es geht los. Ja. Ja gut, also das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Olli hat durchlaufen lassen. Genau. So, Olli ist also mit dem ersten kleinen Türmchen mit dabei. Lala hat das gut gemacht und Po ebenfalls. Und jetzt kommt Lila, Tinky Winky. Nochmal, nochmal, Olli. So, und jetzt haben es natürlich auch alle begriffen. Und jetzt kriegen sie auch alle so ein bisschen Gefühl für die Spannung auf dem Bungee-Seil. Und irgendwann wird die Höhe zum Problem. Ja, wahrscheinlich vor allem für Oliver Pocher. Nein. Oh! Und das ist natürlich ungeschickt. Er hätte das einfach war's? Nur... Ja, taktisch unklug, ne? Punkt für Mario und Oliver. So wär's nur ein Punkt gewesen, ne? Ah, ich Idiot. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was war der Sinn dahinter, Chris? Ich dachte, das Ding ist eh durch, weil ich nicht rangekommen bin. Hab vergessen, dass es... die beiden ja einen Punkt unter sich ausspielen würden. Er hat alles richtig gemacht. Weiter geht's. Das war tatsächlich sehr, sehr dumm. Zwei Punkte für Mario, jeweils ein Punkt für Chris und Olli. Und ich erinnere gern noch mal daran, dass wir so lange spielen, bis der erste von euch fünf Punkte Sinn. Hat. So, seid ihr bereit? Jo. Jetzt ist Chris als erstes dran. Warte ab, wir drehen jetzt noch mal richtig hin, damit nicht wieder sowas kommt wie eben. Alles gut. Oder Verzweiflung. Und dann geht es auf mein Kommando los. Teleturmis, Runde 3. So, und auf geht's. Es ist wirklich eine Frage des Timings, der Geschicklichkeit, natürlich auch so ein bisschen der Kraft. Und wie arbeite ich mit dieser Spannung auf dem Bungee-Seil? Kein Problem, wenn man vor allem so früh dran ist. Man kann es ein bisschen gerade rücken, es ist alles erlaubt. Und diesmal ist auch der Po, also Chris, das Po-Teletubby schön dabei. Olli hat alles im Griff, ganz kontrolliert. Wann stürzt der Turm? Und sie kommen natürlich immer besser in dieses Spiel rein. Oh, kommt Mario? Nein, er kommt nicht mehr ran. Der Turm läuft weiter. Draufstellen, Olli! Olli, draufstellen! Ach so. Und jetzt könnte das Chris noch machen. Und er macht das. Nee, Moment, Moment. Und damit geht ein Punkt an Chris. Hä? Mario hat durchlaufen lassen, dann können wir uns noch unter einen Punkt ausspielen. Das Problem hatte ich ja eben auch gerade. Genau. Aber sag mal, Olli, wie lange kannst du da stehen? Ich könnte das gar nicht. Hast du so eine Muckis? Ich habe auch keine Ahnung, aber es nervt mich viel mehr, dass ich hier keinen draufgelegt habe. Also wenn quasi derjenige verpasst, spielt ihr den Punkt noch untereinander aus. Ich dachte, es wäre dann vorbei. Gut. Wie steht's? Es steht damit 2 Punkte für Chris, 2 Punkte für Mario und 1 Punkt für dich.
Es ist noch nichts verloren. Es geht um 5 Punkte. Mario fängt wieder an. Wie beschissen. Okay. Ganz kurz, weil ich mich gerade wirklich gefragt habe. Wenn es jetzt passiert, dass zwei durchlaufen lassen, muss ich den Punkt dann machen oder sind beide dann raus und ich habe das Spiel dann gewonnen, theoretisch? Du musst draufsetzen, höre ich gerade. Ich muss auch noch mal draufsetzen. Ja, du musst draufsetzen. Okay. Ich pack einfach immer drauf, egal was passiert jetzt. Das macht Sinn. Ist mir zu kompliziert. Gute Regel. Also, dann geht's los. Wir Mario als nächste erstes, ne? Runde. Ach, Mario den Hut als erstes, Teletubbies, los geht's. Alles klar. Aber wie kann der denn da stehen? So, die Teletubbies, sie stellen so viele Fragen, die Regeln sind nicht so kompliziert. Doch, sind sie. Nein, sind sie nicht. Erzähl doch nicht, es ist kompliziert. Einfach draufstellen. Einfach draufstellen, wohl drei Jetons und schön weitermachen. Ja, Chris hat jetzt einen guten Rhythmus. Mario ist rechtzeitig da, hat die Power, um sich dort zu halten. Olli ist echt wie so eine Bank, die er da vorne steht. Und weil sie einfach mehr Gefühl für das Spiel bekommen, wächst natürlich auch der Ehrgeiz. Komm, bleib dran! Schön nah am Tisch bleiben, sonst kommst du oben nicht mehr an den Turm heran. Sie stehen sehr sicher. Oh, das ist jetzt schon der erste etwas schief aufliegende Stapel, diese drei Jetons. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Olli, schreck dich. Komm, schreck dich! Jawohl. Ah, fuck! Oh, Mann, ey. Punkt für Mario und Chris. Ganz schön gut gelaunt, der Olli. Oh Gott, ey. 3 für Mario, 3 für Chris, 1 für Olli. Olli, hast du dir wehgetan? Nein, das nervt mich einfach davor in dieser beschissenen Runde, dass ich es nicht richtig gemacht habe, aber jetzt ist gut. Ziehst du dich aus deinem Loch wieder hoch und holst auf, bin mir ganz sicher. Hast du gerade angefangen? Ja. Mario hat angefangen, das heißt, Olli Pocher beginnt jetzt in dieser Runde. Chris und Olli liegen gut auf. Wie Olli das spielen kann, ey, das ist unglaublich. Ja, Olli scheint wirklich sehr viel Kraft zu haben. Ja, nur ich komme irgendwann nicht mehr hoch. Ja, also ihr seid ja, Marius 2,04 Meter, Chris ist 1,95 Meter, ich bin 1,30 Meter. Willst du meine 1,30. Schuhe haben? 1,95 Meter. Das ist zu spät. Auf geht's. Auf geht's, nächste Runde, Teletubbies. So, nach vorne schauen. Abhaken, was da eben passiert ist. So ist das in vielen Mentalsportarten ganz entscheidend. Das ist ja auch so ein bisschen Mental Game, das wir hier erleben. Ja, alles ist gut. Alles ist gut. Diese Höhe ist noch kein Problem. Dann ist es irgendwann vielleicht auch so eine Frage des Timings. Guck mal, Mario, komm ran, komm ran. So, die Höhe hatten wir eben schon. Und jetzt allmählich wird's lustig. Und so allmählich werden die Punkte natürlich auch immer wichtiger. Mario, komm, zieh! Er kriegt ihn noch drauf. Das hat er klasse gemacht. Das hat er klasse gemacht. Und diesmal geht auch diese Höhe. Das geht doch schon, Olli. Gut geht. Oh! Ich will noch gern drauflegen! Ich habe noch draufgelegt, 2 Punkte. Punkt für Olli und Mario. Damit 4 Punkte für Mario. 3 für Chris, 2 für Oliver. Matchball für Mario Barth. Wie gestartet wird von Kristall. Jetzt langsam geht's auf die Puste, Jungs, oder? Nö. Irgendwann kannst du ja theoretisch gar nicht mehr, weil du gar nicht mehr hochkommst. Um's das ist absolut korrekt. Ja. Es bleibt spannend. Matchball für Mario Barth. Setzt er ihn um, ja oder nein? Wir finden es heraus. Olli, in wenn zwei einen Punkt kriegen, Runde. Ja, dann hat er gewonnen. Ja, was soll ich machen? Soll ich umstürzen? Nicht rauflegen, sondern zumindest. Los geht's. Ich lieg hinten. Chris. Chris ist dran. Chris ist ich dran. Warte, bis sie dreht. Ja. So, und fällt Ihnen und euch auf, dass der am wenigsten redet, die meisten Punkte hat? Mario ist konzentriert. Ja, ich mag auch, wie er da auf die Zähne beißt, damit er seine Position da vorne am Drehtisch halten kann. Alles kein Problem, alles ziemlich entspannt. Und Mario, der ist jetzt so nah dran, dieses Spiel hier zu gewinnen, der will sich jetzt natürlich auch den Sieg schnappen. Und ich denke mal, das ist alles noch eine Höhe, die ist kein Problem. Auch die nächste Höhe wird Mario Barth hinbekommen. Der steht gut da vorne und jetzt ist Olli schon da. Ich mag diesen gierigen Blick bei Olli Pocher. Schön draufgepackt und jetzt wird es allmählich schwierig. Oh, das war schwungvoll. Das war wirklich schwungvoll. Was macht Mario? Kommt da ran! Och, das ist gut. Das ist gut. Und wie regelt der Olli das? Komm, hüpf. Olli, hüpf mal.
Sensationell, sensationell. Der liegt. Oh. Keine Chance, kommt nicht ran. Doch, ich krieg da noch drei drauf. Es ist der Sieg für Mario Barth. Oh, tolle, spannende Runde. Aber Mario sichert sich einen Punkt, genau wie Olli. Aber wir haben ja gesagt, wir spielen, bis einer 5 Punkte hat. Und das ist der Fall bei Mario Barth. Herzlichen Glückwunsch.